Oh, nochmal ganz kurz was zwischendrin. Und zwar, ja, ab und an möchte man Sachen runterladen und möchte das im Hintergrund tun. Und was eignet sich da besser als irgendein Server, ein Router oder ähnliches? Und ja, das Ganze soll natürlich einfach zu steuern sein. Ein schöner Download-Manager, den ich gerne benutze, das ist Aria 2 und den werden wir hier jetzt auch benutzen. Ich habe hier Aria 2 in der Version 1.18.10. Müsst aufpassen, dass das halbwegs aktuell ist, sonst funktioniert das, was wir vorhaben, nicht. Und ja, wir fangen erstmal an mit der Konfiguration. Wir legen irgendwo auf der Festplatte, wo wir schreiben dürfen, beziehungsweise auf dem Flash vom Router, eine Datei an und geben dann ein paar Infos rein. Einmal Daemon, das kann man auf True setzen, wenn man es im Hintergrund laufen lassen möchte. Wichtiger ist aber Enable RPC, damit schalten wir die Remote-Controller ein, geben noch einen Port an, sagen, er soll auf allen IPs zuhören. Dann ganz wichtig, wir erstellen uns ein Secret, also im Prinzip unser Kennwort, was wir haben müssen gleich. Außerdem habe ich halt noch ein paar mehr Sachen für mich angegeben, wo er hinladen soll, wo er Logs anlegen soll, was ist hier noch, wie viele Verbindungen gleichzeitig, wie viele Verbindungen pro Server, wie viele Splits und so weiter und so fort. Da gibt es eine riesen Liste an möglichen Optionen in der Aria 2 Wiki. Aber das Wichtigste ist, wie gesagt, hier oben dieses RPC-Gedönse. Gut, wenn wir das haben, dann können wir das Ganze starten und zwar mit Aria 2 C, das ist also das Konsolenprogramm. Und was ich dann noch sage, ist conf path und da gebe ich dann an, wo meine Konfiguration liegt. So. Are assertion failed aborted? Hört sich schlecht an. What the fuck? Okay, gerade rausgefunden, das ist ein Bug von der Version, die hier auf dem Kronos läuft. Da läuft nämlich noch die Punkt 9. Und lokal habe ich die Punkt 10 am Schluss. In der Punkt 10 ist es gefixt. Okay, soll auch nicht stören. Starte ich es gerade hier auf der Kiste. Auf der anderen update ich dann gleich noch. Wir sehen, hat jetzt hier Listening drin. Und was wir dann auch noch brauchen, das ist jenes Teil hier. Die Web-UI-Aria 2. Gibt es auf GitHub von Cihamatza. Wie auch immer man das ausspricht. Und das Schicke hier dran ist, das ist HTML, JavaScript, Voodoo. Naja, nicht Voodoo, eigentlich sind es Websockets. Das heißt, das hier braucht kein PHP, kein Python, kein Ruby, kein gar nichts. Das ist einfach nur eine HTML-Seite, die könnt ihr im Zweifelsfall auch einfach auf die Festplatte klatschen und von da aus aufmachen. Das sollte funktionieren. Gut, gestartet haben wir ja schon. Ich habe es hier bei mir mal auf einen Rechner gelegt. Und wenn ich das aufmache, dann kommt hier irgendwelcher Blödsinn. Was auch kein Wunder ist, denn wir müssen erstmal hier oben in die Settings gehen, Connection Settings. Müssen dann hier eintragen, wo ist unser Server, welcher Port und hier unten dieses Secret. Wenn das gespeichert ist, dann sehen wir hier schon Successfully Connected to Aria 2. Das hört sich gut an. Fehler können wir wegklicken. Und wir können jetzt unter Add sagen, was wollen wir hinzufügen. Metalink, Torrent oder URL. Wollen wir mal die klassische URL. Machen wir uns einfach, laden wir uns hier mal gerade einfach irgendwo eine Arch Linux ISO runter. Fügen den Link hier ein. Ordner ist schon voreingestellt auf Start. Und schon sehen wir hier, er fängt an runterzuladen. Wir kriegen schöne Live-Diagramme hier. Können auch hier nochmal draufklicken, dann kriegen wir nochmal Details. Über Upload, Download. Wir sehen hier, wie die Verteilung der Parts ist. Und ja, ich denke mal, so sollte das mit dem Download schön funktionieren. Wie gesagt, das läuft auch, wenn dieser Aria 2 irgendwo auf einem Router oder so platziert ist, was natürlich dann hilfreich ist, weil die laufen meistens im Hintergrund und das stört dann noch nicht, wenn über Nacht irgendwas runterlädt.